Das ist ein Überlandbus, schätze ich mal, der umgebaut wurde von Daniel. Und Daniel ist eigentlich schon ein Fernsehstar, muss man sagen. Der WDR hat, glaube ich, über dich berichtet. Ja, tatsächlich. Wir hatten alle da. Wir hatten WDR da, wir hatten das ARD da, wir hatten Sat.1 da, wir hatten RTL da. Hier auf der Messe ist natürlich einiges los. Und wir haben sogar das polnische Fernsehen mittlerweile da gehabt, die über uns berichten wollen. Alles geht hier weiter. Ne? Ja, jetzt bauen ja viele irgendwelche Busse um. Warum ist die Medienbereitschaft so stark gewesen bei dir? Was denkst du? Ja, ich glaube, der Ausbau spricht natürlich ein bisschen für sich. Ich meine, ich habe den Bus jetzt seit 5 Jahren. Seit 4 Jahren ist er ja ungefähr fertig und wir sind damit ja kräftig unterwegs. Ist einfach immer noch was Besonderes und die meisten kennen das halt einfach nicht. Und jetzt geht es halt langsam los. Ne? So, ich gehe mal kurz nach hinten. Der ist ziemlich lang, 12 Meter? Genau, 12 Meter auf den Punkt. Und dementsprechend geht es halt auch mit Klasse C jetzt weiter. So, Klasse C weiter. Du hast einen C-Führerschein gemacht. Du bist es, wie alt bist du? Ich bin jetzt 27, habe mit 22 Klasse C, CE gemacht und habe dann direkt eine Woche später den Bus abgeholt und ja, mit dem Ausbau angefangen. Komm, wir gehen mal ein Stück zurück, dass wir den mal komplett draufkriegen. Warum stehst du jetzt hier in der Halle Essen? Ist das ein Gag von der Messe gewesen? Ja, tatsächlich hat die Messe Essen uns eingeladen. Wir sind ja jetzt hier gerade in dieser Vanlife-Area. Das heißt, alle Fahrzeuge, die hier stehen, sind privat und werden hier privat ausgestellt. Wir haben keinen Benefit davon. Wir können einfach nur anderen Leuten zeigen, was wir so gebaut haben. So, das ist ein Bus. Das Coole ist beim Busfahren, der Motor ist hinten. Genau, Motor ist hinten. Dementsprechend ist es vorne natürlich ziemlich ruhig. Das ist entspannt, gerade beim Fahren, gerade bei Autobahnfahrten ist das echt ganz cool. Also ziemlich ruhig ist untertrieben, finde ich. Ziemlich ruhig ist vielleicht untertrieben, aber wir haben natürlich viel reingebaut. Also man hört dann auch schon noch ein bisschen was klappern. Ne? Ist halt auch ein Linienbus und kein Reisebus. Dementsprechend geht da noch ein bisschen was. So, ein Linienbus, was hat der runter? Der hat jetzt 764.000 gelaufen. Das ist gerade mal eingefahren. Ist gerade frisch eingefahren, hat gerade noch frisches Öl gekommen, dementsprechend geht das dann. So, das ist also Laufleistung bei den Bussen, muss man sagen. Das sind ja Langstreckenbusse. Was hat der 8-Zylinder? Was ist dran? Ne, 6-Zylinder, 12 Liter Hubraum, dementsprechend Ölwechsel. Ist man dann auch schon recht potent dabei. Ne? Den du natürlich mit Originalöl in der Fachwerkstatt durchführen lässt. Tatsächlich ja. Ja, das ist so. Das, was ist denn drunter? MAN? Oder? Ist eine MAN-Maschine drin, genau. Okay, cool. So, da oben auf dem Dach, da ist Holz drauf. Ist kein Holz, ist in dem Fall tatsächlich so ein Kunststoff, also diese Klasse. WPC, oder? WPC-Profile, genau. Sind jetzt 6,30 Meter Dachterrasse mal 2,50 Meter Außenkante. Nochmal 6,30 mal 2,50. 6,30 mal 2,50 Meter Dachterrasse, genau. Krass, das ist gut. Ja, das kann man schon machen. Das ist tatsächlich auch beleuchtet. Das heißt, wenn wir dann abends da drauf liegen und das Holz noch schön warm ist, Kunststoff warm ist, dann kann man da die Abende ganz schön verbringen. Ja, großes Problem bei den Bussen ist immer das Thema Dämmung, denn die Scheiben dürfen ja nicht doppelglasig sein und so weiter. Hast du alle Scheiben ausgetauscht? Tatsächlich nicht. Also wir haben ja den Linienbus und tatsächlich ist es tatsächlich so, dass wir das meiste einfach verglast haben. Wir haben die Scheiben aber von innen schwarz lackiert und dann mit Armaflex gedämmt. Wir sind danach... Schwarz lackiert? Wir sind schwarz lackiert tatsächlich. Wir haben wie geht das denn? Kann man die lackieren? Genau, es gibt extra Glaslacke und das haben wir dann halt auch gemacht und damit bin ich nach wie vor super zufrieden. Also wir haben kein Feuchtigkeitsproblem. Der Bus ist allerdings, steht da natürlich immer draußen, ist aber über den Winter über auch ein bisschen beheizt. So, Technik, das Ganze hat ja keinen Zwischenboden, keinen großen, oder so ein Bus? Genau, wir haben halt das Problem, dass wir ja nicht wie so ein großer Reisebus dann irgendwelche Staukästen von außen haben. Wir müssen also alles in den Innenbereich bauen. Hier sieht man ja jetzt gerade so ein bisschen was von der Stromversorgung. Das meiste davon ist tatsächlich im Zwischenboden. Das Ganze ist jetzt auf Schubladenauszügen aufgebaut. Das heißt, wir könnten die Batterien auch noch rausziehen. Dahinter liegen jetzt AGM-Batterien. Die Lithium-Batterien für die eigentliche Stromversorgung sind dann im Zwischenboden, damit sie halt auch noch ein bisschen wärmegedämmter sind. So, normalerweise kommt man wie rein in so einen Bus, also ab Werk. Ja. Ist das irgendwie so ein Trick oder gibt es ein Fach, wie man den aufmacht? Nee, ab Werk kommt man natürlich nur mit dem Busfahrer rein. Ist ja ein Linienbus, also dementsprechend kann man den von außen eigentlich gar nicht öffnen. Wir haben es ein bisschen. Aber wie kommt der Originalbusfahrer denn rein? Ja, der Originalbusfahrer, in der Regel stehen die Busse dann ja auch ohne Druckluft da, haben aber halt auch die Möglichkeit, mit einem Knopf oder mit einem Schlüssel das Fahrzeug zu öffnen. Das Ganze haben wir natürlich ein bisschen modifiziert. Wir können das sowohl über das Handy machen, als auch über so ein RFID-Pad. Das heißt, einfach eine Karte dran halten, gehen die Türen dann mit der Druckluft auf. Was hast du gelernt? Ich bin Veranschauungstechniker. Gut, also Handwerker eigentlich. Ja, also ich habe schon immer viel mit Handwerk gemacht. Und sag mal ehrlich, Veranstaltungstechniker müssen viel Handwerkliches tun. Ja, Veranstaltungstechniker müssen auf jeden Fall immer aus der Scheiße irgendwie Gold machen. Und absolut. Das sieht man dann auch hier halt wieder. Ne? Also ich bin technisch sowieso schon immer viel mit dabei gewesen. Okay, das heißt, da oben stehen, das ist für dich Kindergeburtstag? Das ist gar kein Problem. Okay, also ich glaube, auch Höhenangst sollte man nicht haben, oder? Als Veranstaltungstechniker. Nee, sollte man nicht haben, aber das ist ja auch keine Höhe. Wir reden hier von 3 Metern. Sehr cool. So, was ist denn, also ich zeig mal, was noch original ist. Du hast hier so einen Gag gemacht. Hast du so eine Karte mal da, so eine Fahrkarte? Die Karte da, tatsächlich, ja. Wir können ja mal reinschauen. So, das ist eine Fahrkarte, die hast du drucken lassen? Fahrkarten, genau. Die haben wir jetzt extra für die Messe machen lassen. Da steht dann nochmal unser Stand mit drauf.
Und sag mal, was kann man machen? Das heißt, die Leute, die da reingehen und gucken, die können dann ihre Fahrkarte entwerten? Genau, die kriegen eine Fahrkarte von mir, stecken ihre Fahrkarte hier rein, dann wird die einmal gestempelt, es dauert eine Sekunde und dann ist tatsächlich das aktuelle Datum und ein Bezahlstempel da drauf. Ist es der Leser, der drin war? Nein, tatsächlich nicht. Also ich konnte den leider nur defekt erwerben und alles, was da drin ist, habe ich dann auch wieder selber gebaut. Also mit einem 3D-Drucker und Stempel und allem drum und dran, das ist dann alles selber entstanden. So, Neoplan, klär mich mal auf, die kenne ich von den Reisebussen. Ja, Neoplan ist jetzt ein N4416, 2000er Baujahr, ist ja eigentlich MAN. Neoplan gibt es ja an sich nicht mehr, ist aber immer noch ja, quasi fast up to date. Wolltest du als Kind schon immer Busfahrer werden? Auf gar keinen Fall. Also tatsächlich durfte ich ja wegen der Arbeit diesen Führerschein machen und habe dann irgendwann relativ schnell entschieden, für die Arbeit fahren ist ja schön und gut. Wenn ich den Führerschein habe, brauche ich den auch privat und möchte den auch privat nutzen. Geht nur mit einem Wohnmobil, LKW macht für mich keinen Sinn. Großes Wohnmobil über 7,5 Tonnen ist richtig teuer, baue ich mir selber. Und deswegen stehen Leute hier. Sag mal, wenn jetzt hier die Maschine kaputt geht, kriegt man die gebraucht ganz gut? Ja, also man kriegt immer noch gute Ersatzteile und letzten Endes ist es halt ein Nutzfahrzeug und da kann man immer noch eine ganze Menge raus machen. So, und das ist auch nicht original hier oben, das hast du auch ausgebaut, oder? Nee, das, was wir jetzt hier sehen, ist tatsächlich alles original, ne? Also hier die ganzen Aufkleber habe ich extra noch dran gelassen. Ich habe halt ein Display mit reingesetzt, das ist unter anderem für die Anzeigetafeln, die ja hier drin verbaut sind. Und ja, alles Weitere. Ne? Hier ist dann noch so ein kleines Radio mit drin, das kann dann auch Apple CarPlay und so. Ach, so ein kleines Radio. Für die Messe natürlich nicht, auch mit Rückfahrkamera und allem drum und dran. Ja, und so gibt es halt überall ein paar technische Spielereien. Also ich habe mal Dummtüch, glaube ich, einen Kanal. Kennst du den? Noch nicht. Nee. Noch nicht. Muss mal gucken. Also die nehmen immer irgendwelche Sachen, machen die dann kaputt. Kennen sich aus mit Kfz, haben einen alten Bus gekauft, haben sie geschenkt bekommen. Und dann fuhr der erstmal nicht. Weil wenn der natürlich keine Druckluft hat, fährt er nicht. Genau. Wir haben natürlich LKW, wir machen alles mit Druckluft. Und ohne Luft geht hier gar nichts. Das heißt, wir haben aber auch einen Kompressor verbaut, einen alten Kühlschrankkompressor, der hier für die Druckluft-Erhaltung zuständig ist. Darüber können wir dann halt auch am Campingplatz die Türen immer auf und zu machen, ohne dass wir den Bus laufen lassen müssen. So, und jetzt zeige ich mal gerade, ist das schwer, den zuzumachen eigentlich in dem Bus? Nee, also wir können das jetzt manuell machen. Wir haben den für die Messe natürlich hier entriegelt, beziehungsweise notentriegelt. Das ist nämlich wichtig, es gibt eine Notentriegelung, falls mal nichts mehr geht, du kommst raus. Ist der wintertauglich? Der ist bedingt wintertauglich. Wir haben den natürlich gedämmt, wir haben eine Fußbodenheizung drin verbaut. Allerdings ist es halt ein Linienbus und der hat überall Löcher. Und Aber draußen jetzt 6 Grad geht, oder? 6 Grad sind für uns kein Winter. Gut, sehr schön, das wollte ich mal zeigen. So, jetzt, wenn du mal so lieb bist, setz dich mal dahin auf den Fahrersitz. Das wird das mal sehen. Der ist natürlich luftgefedert, nehme ich an, oder? Genau, richtig. So, das wäre jetzt deine typische Arbeitsposition. Jetzt starten von so einem Bus, muss er jetzt nicht starten, aber wie startet man sowas? Ganz klassisch wie beim PKW auch, also Schlüssel rein, Zündschloss umdrehen, dann glüht er tatsächlich von alleine vor, das braucht man sich gar nicht drum kümmern, dann geht er an und läuft ohne Probleme. Automatik, ist das wahrscheinlich ein Schaltgetriebe, automatisiert? Oder? Genau, das ist ein automatisches Getriebe, das heißt wir haben wie beim Automatik-PKW nur vorwärts, rückwärts und einen Neutralgang. So, was ist das hier für eine Taste? Ja, hiermit können wir den Bus theoretisch noch absenken. Das heißt, wenn der mal schief stehen sollte oder wie man das halt von der Bushaltestelle kennt. Ach, da ist eine Nivelliereinrichtung drin. Ja, kann nivellieren, genau. Und kann natürlich dann auch hochgefahren werden. Das heißt, außerhalb des Fahrniveaus gesetzt werden, um einfach nochmal ein bisschen Bodenfreiheit zu kriegen. Du hast ein Mikro, das geht noch. Das geht auch noch, genau. Ist alles original. Also das ist alles weitgehend so, wie ich ihn übernommen habe. Das ist natürlich ganz lustig, wenn man mit ein paar Leuten fährt, dann kann man ja noch Ansagen machen. Mit ein paar Leuten. Sitzplätze hat er 5, oder? Genau, 5 inklusive Fahrer. Das heißt, 4 Gäste können wir quasi noch mitnehmen. Das ist natürlich ein bisschen weniger als vorher. Aber darf ich dich mal fragen, wo der vorher gefahren ist? Auf welcher Strecke? Irgendwo in Hessen gefahren, tatsächlich. In Hessen? Mhm, genau. Okay, wie kam es da ran an den Bus? Ich habe den einfach online gefunden bei einer Auktionsplattform und habe den dann einfach direkt angeschrieben, bin da hingefahren, habe ihn mir angeguckt und habe ihn am nächsten Wochenende mitgenommen. Darf ich mal fragen, was du damals für den... Ja, aber nicht lachen, 3000 Euro knapp brutto mit frischem TÜV ist für so einen Bus tatsächlich fast normal. Mittlerweile sind sie ein bisschen teurer, aber damals ging das noch. So, 3000 Euro mit frischem TÜV. Richtig. So, und da war, und der fuhr auch noch. Ohne Problem. Der war, ich habe gesehen, draußen ein bisschen Alufraß hat er an der Tür gehabt, aber für das Alter, der ist jetzt 24 Jahre alt, mega, oder? Ja, also für das Alter auf jeden Fall ohne Probleme. Ein paar Kleinigkeiten sind da natürlich immer dran zu machen, aber so bin ich schon sehr zufrieden. Wie waren die Reaktionen jetzt auf der Messe? Ja, durchweg positiv. Es gibt natürlich immer so ein paar Leute, die dann sagen, man kann damit nirgendwo hinfahren. Man sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigen und einfach mal nachfragen, ob der Campingplatz da gerade Platz für einen hat. Aber wir sind jetzt tatsächlich auch nicht die jetzt tausende Kilometer damit fahren, weil dafür ist der Spritverbrauch uns auch einfach zu hoch. Na, ganz ehrlich, ich fahre ja, ich sag mal, mit so einem Ding stehe ich ja auch mal frei irgendwo. Und das kannst du ja auch. Das ist so meine Erfahrung.
Und wirklich 12 Meter, es gibt ja so viele Fahrzeuge, die 12 Meter. Gut, ist hier der Wendekreis, man muss aber sagen, so ein Überlandbus, der kommt ja auch überall hin, Überland. Ja, also letzten Endes, überall, wo ein Linienbus oder wo ein Feuerwehrauto langkommt, kommen wir auch lang. Letzten Endes muss man vielleicht mal ein bisschen rangieren, aber das ist ja auch das, was den Spaß ausmacht. So. Ja, geh ruhig mal rein, denn das Besondere hier ist natürlich nicht das Cockpit, sondern irgendwas, das ist ja möglichst noch original, das hat auch System, du wolltest viele Dinge original erhalten, wie sie waren, ist ja auch gelungen, aber hier, man merkt, dass du Veranstaltungstechniker bist, ja, da ist also viel Alukanten, viel, also man muss hier pragmatisch arbeiten in so einem Bus, oder? Ja, das auf jeden Fall und ich habe halt von vornherein gesagt, ich möchte nicht mehr, dass man im Wohnraum erkennt, dass es halt tatsächlich ein Bus ist. Jetzt bin ich ja technisch ein bisschen versiert und habe mir halt auch hier so einen Tisch selber gebaut. Hier sind jetzt induktive Ladepads eingelassen, das heißt, Epoxy. Man einfach in Epoxidharz, genau, einfach Telefon auf den Tisch legen, fängt das Telefon an zu laden und... Nochmal, den hast du selber gebaut? Den habe ich selber gebaut, genau. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat. Hast du schon ein paar gebaut vorher? War tatsächlich mein erstes großes Projekt. Der Tisch da vorne war dann quasi jetzt der letzte. Und man sieht das ja auch hier an den Kanten. Das sollte eigentlich nicht so verschwommen sein. Der ist doch geil geworden. Ich finde den mega. Wo sind die her, die Sitze? Die Sitze kommen tatsächlich aus dem Renault Espace. Das sind ja so klassische Schienensitze. Das sind auch die einzigen Sitze, die mir so bisher bekannt sind auf dem normalen Automarkt, die halt wirklich einen Dreipunktgurt haben. Das brauchen wir ja für das Wohnmobil dann. Und damit war halt auch die TÜV-Abnahme dann hinterher kein Problem. So, hier oben ist ein Fernseher. Ich kann mir vorstellen, dass ihr gar nicht so viel Fernsehen auf dem Fernseher guckt. Der ist für die Fahrt. Da kannst du wunderbar gucken. Netflix, keine Ahnung. Es kommt ja noch viel besser. Geh mal zurück. Das könnten gut und gerne... Zum Beispiel 75, denke ich mal. Ja, es wirkt tatsächlich ein bisschen größer, als es eigentlich ist. Es sind nur 65 Zoll, aber wir sind ja trotzdem auf einer 2,50 Meter Breite. Bitte mal hinsetzen, ich muss mal zeigen. Also das ist natürlich dann schon ganz gut. Das ist groß. Aber ganz ehrlich, ich habe ein ähnliches Projekt gerade geplant in Morello. Also wir werden ein Fenster weglassen, werden den fest montieren, so wie hier, nicht mehr zum Rauslassen. Dafür kannst du ihn viel größer bauen. Und es ist ja hier vom Feeling her, ich finde es so geil, der riecht auch lecker. Er riecht so ein kleines bisschen nach diese Triebwagen, die es früher gab. So ein ganz kleines bisschen noch. Aber ansonsten riecht es wie in einer Eigentumswohnung. Also duftet, kann ich das so mal sagen. Ja. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, bleib mal da sitzen, dass ich mal das Raumgefühl mal komplett zeige, wie das hier aussieht. Das ist so ultra, weil ich habe schon so viel Wohnbusse gefilmt. Ich nehme an, du hast alle gesehen, die ich gefilmt habe. Ich kenne auch alle privat wahrscheinlich. Du kennst alle privat. Die, wir haben bloß in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeit gehabt, die zu filmen. Also hier vorne hast du ein Board hingebaut. Auch hier gucke ich mal gerade, das hast du selber geschweißt. Richtig, das ist jetzt unser Sideboard, komplett aus Stahl gebaut, einfach eine Tischplatte rein. Und dann wirkt das Ganze natürlich ein bisschen robuster und ist natürlich auch fest verschraubt. Wir müssen ja nicht aufs Gewicht achten. Ne? Das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei 16 Tonnen, können aber noch knappe 2 Tonnen dazu laden. Fahrräder genau. Fahrräder genau. Ab und zu steht hier ein Motorrad drin. Das geht dann auch ganz gut. Wir haben halt keine Staufächer, dementsprechend muss alles in den Innenraum. Okay, verstehe. Normalerweise sind hier, glaube ich, auch irgendwelche Ablagen hier oben, oder? Oder nicht? Ja, also beim Linienbus ja nicht. Die nehmen ja in der Regel nichts mit, was in so Ablagefächern kommt. Hier hinter sind jetzt tatsächlich die Drucklufttanks, die auf der gesamten Länge dann verbaut sind. Habe ich damals blöderweise nicht nach unten gesetzt, stört mich jetzt aber eigentlich auch nicht mehr. Nee, gar nicht. Also Platz ist genug. Du bist, wie groß bist du? 1,80, 1,85 so. 1,85, das heißt, wir haben 2 Meter Stehhöhe. Dann hier oben hast du es reingemacht. Sag mal, das sieht jetzt alles so easy aus. Wir schmeißen mal die Sitze raus. Arbeitsstunden, was denkst du? Ja, schwer abzuschätzen, weil so ein Projekt ja nie wirklich fertig wird. Letzten Endes habe ich tatsächlich ungefähr 13 Monate vom Kauf bis zum TÜV-Termin gebraucht, bis er umgemeldet war und allem drum und dran. Und so ein paar Feinheiten kamen halt danach noch. Frau, Freundin draußen? Freundin, genau. Freundin. Hat die mitgemacht die ganze Zeit? Die ganze Zeit nicht. Die kam tatsächlich erst ein bisschen später mit dazu. Ist aber... Achso, die hast du über das Projekt, in dem Projekt kennengelernt? Ja, währenddessen, genau. Aber nicht wegen dem Projekt, sondern währenddessen. Ist es beziehungskillend, so ein Ausbau? Ja, vielleicht. Also sie schlägt sich sehr tapfer, muss man dazu sagen. Und hat natürlich auch Spaß daran und vertritt mich ja hier auf der Messe wirklich gut und entlastet mich auf jeden Fall massiv. Guck mal hier, habe ich auch. Ich habe genau das. Ja. Wir haben tatsächlich mehrere davon verbaut, also hier das XLer, hinten dann noch ein kleineres. Wir steuern damit unter anderem das Licht als auch so Kamerageschichten und so. Ist natürlich ganz interessant, aber gerade halt auch wenn man auf der Couch sitzt, muss man natürlich auch was trinken. Dementsprechend gibt es hier dann auch einfach nochmal einen Auszug, wo dann einfach nochmal Getränke drin sind. Cool. Das heißt, alles auf kurzen Wegen erreichbar. Also, wir werden dir jetzt mal ein kleines Geschenk machen, weil du so geil bist. Du kriegst von mir eine... Also wir machen den Dreh demnächst über eine neue 400 Amperestunden Lithium-Batterie. Mhm. 12 Volt. Kannst du damit was anfangen mit 12? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. So, ja. Kriegst du von mir zugeschickt danach mit
mit Bluetooth-Steuerung, mit allem Pipapo, kannst du, glaube ich, 300 Ampere Dauer entnehmen, schenke ich dir, und, aber erst nachdem wir die getestet haben. Ja. Und dann kriegst du die aber zum Test auf unbeschränkte Zeit. Muss mal ein Video drüber machen, weil ich bin der Meinung, du hast es echt verdient, dich zu belohnen. Das ist echt der Hammer. Also ich bin so, also so begeistert. Ist aber schwer, die 400er. Bitte nur mit zwei Leuten tragen. Das ist gar kein Problem. Ich habe tatsächlich jetzt noch ein bisschen Lithium aufgestockt. Also wir haben ja eigentlich die Stromversorgung über AGM laufen gehabt, haben jetzt aber über den Winter noch mal ein bisschen aufgestockt. Wir haben aber zwei Systeme laufen. Das heißt, wir haben 12 und 24 Volt. 12 Volt macht in dem Fall alles, was Licht ist. 24 Volt alle starken Verbraucher, also alles, was 230 Volt wird, läuft dann jetzt darüber. Und ja, da macht sich die neue Lithium-Batterie dann natürlich ganz gut. Kriegst du von mir. Also ich mache den Test. Die ist, glaube ich, schon da. Ich muss nur warten. Da kommt noch ein Messschand mit dazu und ein Display. Und das kommt im März, und da muss ich warten, bis im März das gefilmt habe, und dann kriegst du die direkt postwendend. Ja, okay. Ich freue mich. Ja, ich habe es ja jetzt hiermit zugesagt, im Video. Also jetzt komme ich nicht mehr raus, der Nummer. Postbote klingelt bestimmt zweimal dann. So, erklär mal, was hast du hier gemacht? Hier ist, also hier ist alles klar. Da ist Netflix, da ist ein Amazon Prime Stick, da hast du eine Halterung, hast du einen 3D-Drucker entwickelt. Ja, genau, richtig. Oder kann man sowas kaufen mittlerweile? Oder runterladen? Nicht. Also damals konnte man das noch nicht kaufen, dementsprechend haben wir das halt einfach selber gemacht. So, es gibt ja mit da. So, das ist der Blick übrigens hier von der Seite. Ich finde es mega. Du schläfst aber nicht hier in der Halle, oder? Nee, dürfen wir tatsächlich nicht. Geht natürlich aus brandschutztechnischen Gründen auch schon nicht. Dementsprechend müssen wir halt immer wieder nach Hause fahren. Das Display, ist das noch das alte? Das ist das alte und das originale Display aus dem Bus, genau. Und das geht immer noch? Das geht immer noch, beziehungsweise geht wieder. Ist auch gar nicht so einfach, da jetzt eine aktuelle Uhrzeit und ein Datum drauf zu kriegen. Das ist nämlich im Linienbus ja auch nicht der Fall. Da steht dann nur die nächste Haltestelle. Muss man ein bisschen für programmieren können. Hat ein bisschen gedauert, Leute. Ich sag nur, Chaos Computer Club, die haben jetzt eine Bahn haben die gehackt. Hast du das gesehen, den Film? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Eine polnische Bahn, die konnte nicht servitiert werden, weil der Hersteller was eingebaut hat, damit man die nicht servitieren kann. Ja, doch, das hab ich doch mitbekommen. Ja, hast du doch mitbekommen. Ja, und das war ziemlich cool. Die haben nämlich die Bahn gehackt. Was ist denn das hier oben? Das sind jetzt Computerlüfter. Da sind ja normalerweise die Dachluken drüber, lassen sich elektrisch hochfahren. Und wir haben jetzt 18 Lüfter pro Fenster und pusten damit einfach die frische Außenluft dann wieder rein. Boah, das merkst du? Merkt man auf jeden Fall. Und das Schöne ist, dadurch, dass es 18 Lüfter sind, müssen die nicht auf 100% laufen und sind halt sehr leise. Boah, krass. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Das ist ja... ist ja Lüftung vorne 100%. Okay, da ist jetzt dann tatsächlich dann der Orion wahrscheinlich abgeschmiert, weil wahrscheinlich gerade die Kühlbox mit an war. Da kommt er. Doch, geht, kommt. Ist da. Ja. Ja, ich habe ja Lichtermann. Ist kein Problem. So, der Fernseher läuft. Solarfendach? 1200 Watt, genau. Und wir haben ungefähr 10 Kilowattstunden Batteriespeicher, habe ich ja gerade schon erwähnt, mit Lithium und AGM zusammen. Korrekt. So. Also kriegst du von mir. So, dann werden wir mal sehen. Die Dinger sind übrigens besser als ihr Ruf, habe ich nämlich festgestellt. Und das Wichtige ist natürlich, dass man auch ordentlich kochen kann. Da hast du dich gegen Gas entschieden. Hast du überhaupt Gas hier an Bord? Nee, wir haben gar kein Gas, nur Gas für draußen, wenn wir dann wirklich draußen grillen. Aber hier drin ist kein Gas verbaut. Guck mal, MoMA. Du warst im MoMA? Ja, wir sind natürlich gestern schon ein bisschen früher angereist als alle anderen. Wir waren dann tatsächlich um 4:30 schon hier und haben eine Live-Sendung mit MoMA zusammen gemacht, mit 4 Live-Schalten, und haben dann deutschlandweit noch mal ein bisschen was gezeigt. Boah, du bist ja voll der Held. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr zu arbeiten jetzt. Das wird sich nach der Messe zeigen, aber ich glaube, ich bleibe in meinem normalen Job. Sehr schön. So, hier vorne hast du einen Halter, Magnet, das ist klar. Das ist Haushaltstechnik mit drin. Das ist ein Weinschrank, oder? Genau, das ist ein kleiner Weinkühlschrank. Da war einfach noch mal ein bisschen Platz und dann kam der damit rein. Ah, kannst mir gleich mal. Cool. Also ich finde, warte mal, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dann filme ich dich mal gerade in der Küche. Die Leute lieben es ja immer, wenn man auch mal ein bisschen mehr sieht. Ich glaube, das ist ein Thema. Bei vielen Videos siehst du immer nur so kleine Ausschnitte, nicht das Ganze. Und das finde ich immer schade. Ja. Weil dann ist vollkommen richtig, aber es ist natürlich auch immer schwierig, dann wirklich alles zu zeigen. Ne? Ich meine, wir sind halt in einem Fahrzeug und ja, da geht das immer nur bedingt. Darf ich mal in die Schubladen gucken? Also, beziehungsweise du? Oder ist das Top Secret? Nee, das ist kein Was ist das denn hier? Was hast du denn hier gemacht? Ja, wir haben natürlich eine Messerauswahl, und ich habe halt einfach gesagt, ich möchte, dass die Messer da jetzt nicht einfach so in der Schublade liegen, sondern die sind halt jetzt ein bisschen geordnet. Man weiß direkt, wo alles hinkommt. Das ist eine geile Idee. Übereinander? Übereinander, genau. Da kommt ja keiner drauf. Das heißt, das unterste Messer ist wahrscheinlich am neuesten. Das ist wahrscheinlich nagelneu und noch nie benutzt. Sehr cool. Ja, dann drunter? Was drunter? Genau, hier haben wir dann einfach ein bisschen Teller gedöns und so. Hast du genauso gemacht mit den Stäben? Genauso gemacht, bot sich da einfach an. Und unten drunter sind dann nur noch Töpfe. Was haben wir denn Töpfe?
jetzt alles ein bisschen chaotisch. Hey, du bist ja ein normaler Mann. Das finde ich immer gut, ja. Also, ne, wir sind zwar ein bisschen schickimicki unterwegs, aber letzten Endes ist das halt. Also hier, ganz ehrlich, das ist nicht schickimicki. Das hier ist eigentlich wieder mal deutsche Wertarbeit, dass einer mal gezeigt, was technisch machbar ist, finde ich, oder? Genau. Ich meine, du hast ja alles selber gebaut. Das ist ja, wenn jetzt einer mal hier ganz genau hinguckt und sagt, da vorne, da hätte er ja mal ein bisschen mehr Weiß pinseln sollen. Das sind Ecken und Kanten, die sind hier überall und das lässt sich auch nicht verhindern. Ich meine, letzten Endes ist das halt kein gekaufter Bus, das ist einfach ein Der ist so geil. Also ich kann mir vorstellen, in deiner Altersgruppe, oder? Ja, also ich habe bisher noch keinen gefunden. Wir sind ja in dieser Wohnbus-Community. Wir sind halt einfach auch die Jüngsten. Das macht super viel Spaß mit den Jungs da. Aber ein bisschen Nachwuchs wäre vielleicht nicht verkehrt. Es ist so ein bisschen wie die Tuner-Szene, muss man sagen. Also bloß, dass sie alle ein bisschen älter sind. Und wahrscheinlich hast du den Schweizer auch schon kennengelernt mit dem Roten. Ja, kenne ich. Ja. So, geh mal ins Bad. Das ist wahrscheinlich hinter dir. Komm ich rum. Sag mal, was ist denn das für ein Griff? Klär mich mal auf. Ja, also den Griff haben wir natürlich auch selber gemacht. Das ist jetzt einfach hier so Tempergussstahl, also einfach Rohrmaterial. Ist aber gar nicht so einfach, dann hinterher von diesem Vierkant auf das Runde zu kommen. Und dann, ja, haben wir das natürlich selber gebaut. Okay, ich komme mal zu dir und dann zeige ich es mal. Das heißt, hier dieser Ausschnitt, den zeige ich mal gerade, da ist wahrscheinlich etwas drin, was nass macht, oder? Macht nass und ist auch ein bisschen Platz. Kannst du ja gerne mal vorgehen und dir das einfach mal anschauen. Also hier vorne, was haben wir hier, eine Festhangtoilette? Nee, ist eine Zerkertoilette in dem Fall. Also ja. Wir spülen ganz normal mit Wasser und alles geht in den Abwassertank. Wir haben da keinen Stress mit, drücken hinterher auf den Knopf und alles läuft wieder raus. Die Heizung geht hier noch? Die Heizung geht noch. Wir haben aber eine komplette Fußbodenheizung überall verbaut, über die Dieselstandheizungen. Luft. Die Luft, genau. Und wenn das Fahrzeug hinterläuft, läuft dann halt auch die Wasserheizung mit. Ihr habt keine elektrische Zahnbürste? Nein, wir haben aber auch zwei Waschbecken. Gott. Wie zwei? Warte mal. Also da in der Küche. Da in der Küche, genau. Ihr könnt Das ist die einzig richtige Antwort, die man geben muss in einem Reisemobil. Wir haben zwei Waschbecken hier und in der Küche. Guck mal hier vorne, da. Das ist alles gewachsen hier, nehme ich an. Das heißt, bist du jemand, der hier CAD macht und irgendwelche Programme? Tatsächlich mache ich das auch, ja. Ich lasse dann sowas ganz gerne lasern. Das ist dann halt immer ein bisschen einfacher, als wenn man das jetzt wirklich selber macht. Ne? Also aber jetzt hier den entsprechenden Grundriss? Oder? So. Nee, ich habe mit dem Fernseher angefangen. Ich habe den Fernseher in den Bus gehangen und habe alles drumherum gebaut. Warte nochmal, ich muss mal dein Gesicht dabei filmen. Wiederhole diesen Satz. Ich habe den Fernseher reingehangen und habe dann den Bus drumherum gebaut. Zockst du? Nein. Gott, okay. Klassischer Techniker. Techniker zocken nicht, ne. Die gucken Chaos Computer Club. Ich guck mal grad. Ich übrigens auch. Ich bin ein bekennender 37C3-Fan. Und ja, schön. Es heißt also so ein bisschen Informatik und Anleitung lesen und Linux ist wahrscheinlich auch da vorne. Zum Beispiel Raspi ist auch kein Thema bei dir. Ja, wir haben ja Raspberry Pis hier laufen, gerade halt auch für die Smart Home Steuerung. Aber Anleitungen lesen mache ich nicht. Es wird so lange probiert, bis es geht. Also Open Source, die Smart Home, oder? Wir arbeiten tatsächlich mit Shelly zusammen. Shellys eignen sich hierfür einfach super gut, weil die einfach alles können und alles verarbeiten können, was ich halt so brauche. Ne? Und dementsprechend geht das damit schon von Haus aus ganz gut. Was sind hier dahinter? Da ist auch wieder Druckluft hinter. Das heißt, hier sind wieder Drucklufttanks, dahinter ist dann das 4-Grad-Schutzventil. Das ist halt alles oben verbaut. Das ist halt das Einzige. Lern mal bei der LKW-Prüfung, was ein 4-Grad-Schutzventil ist. Lernt man da, frag mich bitte nicht. Nein, ist halt alles relativ einfach. Wir arbeiten ja mit mehreren Luftkreisen zusammen, gerade Primär- und Sekundärkreis für Bremse und so weiter und so fort. Und das wird halt darüber alles geregelt. Also die Kreise sind auch teilweise redundant. Also dass, wenn einer mal ausfallen sollte, kann man trotzdem noch bremsen. Ja, bremsen kann man sogar ohne Luft. Ne? Das heißt, wir brauchen ja die Luft, um zu bremsen. Aber wenn wir keine Luft mehr haben, dann bleibt das Bremse automatisch stehen. Und sehr schön. Dann kann da nichts mehr passieren. So, dann gehen wir mal raus. Jetzt kommt ja was ganz Wichtiges, nämlich der Sicherungskasten. Und da sind wir ja schon zu Hause. Ihr habt auch ein bisschen Elektrik gehabt in der Ausbildung, oder? Tatsächlich, ja. Wir sind ja dann eingeschränkte Elektrofachkräfte durch die Veranstaltungstechnik selber. Papa ist Elektriker. Ich durfte quasi als Kind schon immer ziemlich viel machen. Das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Und sowas wird halt immer gemacht. Ne? Darfst du ein Stromkabel nehmen und das einfach nach außen verbringen und dann Geräte betreiben? Ja, jein. Also jetzt ist halt immer die Frage, was wir da machen wollen. Ne? Also ortsveränderliche Sachen gehen halt immer ganz gut und ja, also letzten Endes... Macht man es, passiert schon nichts, oder? Also ich habe nur gehört, dass wenn das jetzt ein Schutzkontakt mit dabei ist und so weiter, dann ist das immer das Problem, weil das Fahrzeug ja selber ist ja geerdet. Also, ist nicht geerdet. Nicht geerdet über die Reifen. Richtig, genau. Also wir haben ja keinen Schleifkontakt. Die Tankfahrzeuge beispielsweise haben sowas. Die haben ja dann Schleifkontakt, um geerdet zu sein. Wir machen das jetzt dann ganz normal über die Außensteckdose. Und wenn wir halt keinen Außenstrom haben, sollte man halt irgendwie versuchen, zumindest eine Erdung hinzukriegen, also einen Potenzialausgleich. Ja, Multiplus 2, 24 Volt, habe ich schon mal entdeckt. Genau. Und ich bin ganz beeindruckt. Jetzt kommt natürlich das Thema Schuhe.
Das ist ja mal ein cooler Schuhschrank. Ja, wir müssen ja nicht auf Gewicht achten. Das ist halt das ganz, ganz Spannende. Und ja, da haben wir dann natürlich auch ein bisschen Platz für Schuhe. So, jetzt Licht wieder angegangen. Hast du angemacht. Ja. So, mach mal zu. Die Tür, kurze Story, was ist das für ein Material? Tür an sich ist einfach MDF. Wir haben natürlich dann hier so Nuten reingefräst, damit das einfach nochmal ein bisschen schicker aussieht. Ist aufgedoppelt. Ist halt keine Tür, die man so kaufen kann. Das musste dann halt selber gemacht werden. Ne? So, geh mal durch und erklär mir mal, was rechts unten ist. Stopp. Da, genau. Das hier wahrscheinlich, ne? Genau, wir haben hier noch eine kleine Eiswürfelmaschine mit dabei. Die ist ja geil. Für die Messe natürlich. Eiswürfel. Nicht an, genau. Aber im Sommer bietet sich das natürlich an, wenn man dann noch sein Kaltgetränk mit ein bisschen Eis... Ist hier noch ein Schrank dahinter? Ja, ist tatsächlich ein bisschen Technik hinter. Wir können ja mal reinschauen. Wie ihr jetzt gerade schon gesehen habt, es geht halt überall Licht an, sobald man irgendwelche Türen öffnet. Und hier ist dann jetzt einfach so Heizkreisverteiler und alles, was dann so... Sag mal, ist das schwer, den entsprechenden Winter zu entwässern? wenn man sich da vorher ein bisschen Gedanken zu macht, dann geht das eigentlich. Ich habe überall Ventile hingesetzt, um halt auch Wasser ablassen zu können, wenn jetzt die ganze Leitung leer sein soll. Wenn das der tiefste Punkt ist, dann geht das schon mal ganz gut. Ich hatte aber auch das schon mal vergessen und dann platzt sowas halt. Ne? Platzt sowas. Das ist unangenehm. Ja. Merkst ja leider erst dann, wenn du wieder in Betrieb nimmst. Ja, das ist, aber aus Schaden wird man klug, so ist es. Opportunitätskosten hattest du bestimmt schon genug im Leben, oder? Das haben wir immer wieder. So, der gleiche Lüfter, das ist echt eine coole Idee mit dem Lüftern. Ich zeig's nochmal, hier sind die Lüfter und das ist eure Spielwiese. Genau, das ist unser Schlafzimmer in dem Fall. Ist ein 2x2 Meter Bett. Wir haben eine einteilige Matratze, also wollten dann wirklich auch keine Besucherritze in der Mitte haben. Und das mit den Fenstern, das sieht man hier, ist halt auch ganz schön. Das heißt, wenn man im Bett liegt, ist es natürlich schon ganz cool, wenn man einfach auch so nach draußen gucken kann. Ja, das Neoplan-Logo habt ihr gelassen? Neoplan musste bleiben, genau. Ist der mega. Man kann nicht reingucken so richtig, oder? Von außen? Ja, also man kann durch die Scheiben ganz normal reingucken. Alles andere ist ja dann schwarz gemacht. Wenn wir nicht wollen, dass jemand reinguckt, machen wir halt das Rollo runter. Das geht dann auch. Ich habe aber gesagt, ich möchte eine naturklare Scheibe haben. Ich möchte die nicht verdunkelt haben, weil wenn ich draußen bin, möchte ich halt auch das naturelle Licht haben. So, du kannst dann verdunkeln. Zeig mal bitte, wie das geht. Das heißt, du ziehst einfach dran. Das hält auch ein bisschen die Strahlungskälte ab, oder? Das auf jeden Fall, ja. Okay. Aber auch die Wärme, ne? So. Auch die Wärme. Sehr schön. Hier vorne ist noch ein Stream Deck. Das ist ja cool. Ja, die kannst du ja frei programmieren. Die geben dann Befehle raus und die werden interpretiert. Da oben ist ein Fernseher drin. Genau. Dann Exciter hast du noch nicht eingebaut, oder? Nee, noch nicht. Nee. Müssen wir dir mal in Kontakt vermitteln, denn wir haben Videos gemacht über ganz geile Exciter. Dann kriegst du von uns mal eine richtig große Ausrüstung. Dann komme ich mal zu dir, mach mal ein Video drüber. Du weißt, was es ist, oder? Ja, weiß ich ja. Ja, genau. Also Exciter sind Lautsprecher, die man nicht mehr sieht. Und da gibt es demnächst auch Videos von uns. Und ja, wir sind eigentlich durch, oder? Ja, noch nicht ganz. Ja, erzähl. Was? Wir können uns hier die Tür nochmal anschauen. Das heißt, wenn hinterher draußen gegrillt wird, ich mache die Tür einfach hinter dir schon mal wieder auf. Warte mal, ich komme. Also, die Tür geht auf. Die ging natürlich dann auch mit Druckluft. Es gibt aber keinen Schalter für hier hinten, oder? Doch, wir haben Schalter. Doch. Wir haben hier an die Türen jeweils einen Schalter gesetzt. Wir können das Ganze aber natürlich dann auch über die Alexa machen oder über das Telefon. In der Regel machen wir das aber wirklich manuell, weil es einfach ein bisschen angenehmer ist. Ne? Also sag mal, in den 5 Jahren, was war denn schon mal kaputt, wo du dir dachtest, so ein Scheiß? Tatsächlich fuhr der Bus irgendwann mal nicht mehr rückwärts. Ne? Also wir hatten dann das Problem, wir wollten losfahren, hatten auch hier Campingplatz gebucht und allem drum und dran. Und dann fuhr er nicht mehr rückwärts. Und dann bin ich schon tatsächlich ein bisschen verzweifelt. Dann war es tatsächlich nur der Getriebekabelbaum, weil die das bei Neoplan dann an dem Abgasstrang langgelegt haben. Dann ist der irgendwann geschmolzen, war spröde und dann hat er irgendwann gesagt, er will nicht mehr. Dann kam da für 2000 Euro neuer Kabelbaum rein und dann läuft er jetzt wieder. Wer hat das gefunden? Mein Schrauber ist wirklich fit. Ich habe den sonntags angerufen. Dann hat er gesagt, guck an der Stelle. Dann war es da tatsächlich nicht. Dann hat er gesagt, alles klar, dann ist es der Kabelbaum, guck danach. Und dann habe ich den bestellt und dann fuhr es wieder. So, okay, ich komme mal mit raus. Grillen will man ja auch. Irgendwann, was ich geil finde, ist natürlich die Einstiegshöhe. Da brauchst du keine Trittstufe. Ja, die gehören jetzt zu Nestlé. Was gehört? Ja, wusste ich vorher nicht, leider. Also, es ist auch blöderweise das einzige Glas, was wirklich cool hier reinpasst. Nein, ist ja auch alles in Ordnung. Die haben ja auch versprochen, alles wird so bleiben, wie es ist. Nichts wird sich jemals ändern, wenn man bei Nestlé ist. Aber genau. Nee, wir haben halt einfach gesagt, wir wollen nicht jedes Mal rein und rausrennen, wenn wir irgendwas brauchen. Gerade zum Grill. Ist das mega? Ja, das ist natürlich ein bisschen. Warte, ich zeig dich mal gerade komplett, dass wir das einmal. Wir müssen ja noch Bilder machen. Das ist ja mal eine geile, habe ich noch nie gesehen. Ja, ist halt ganz witzig. Ne? Ich meine, es ist gut verstaut, man muss nichts wieder wegräumen und man hat halt einfach alles griffbereit. Wir haben ein bisschen Außenbeleuchtung noch dabei. Das ist halt einfach schön. So,
Jetzt bist du ja irgendwann mal so an einem Punkt, wo du sagst, jetzt ist das Ding fertig. Dann wird er wahrscheinlich irgendwann mal verkauft, oder? Ja, also ich glaube, verkaufen würde ich ihn tatsächlich nicht. Ich meine, da steckt so viel Herzblut drin. Also wenn das Angebot stimmt? Kann ich so nicht sagen. Also ich kann es nicht sagen. Könnte man nicht mal sagen, was für mich ein gutes Angebot wäre. Aber jetzt ein neues Projekt, zum Beispiel jetzt ein Doppeldecker, ein bisschen kürzer? Ja, wäre sicherlich eine Option. Ich habe aber das Problem, dass ich kein Fahrzeug bei uns auf den Hof kriege, was einen Zentimeter höher ist als dieser Bus. Sonst wäre es damals schon ein Reisebus geworden. Aber mehr geht da halt im Moment leider nicht. Was waren die schönsten Reaktionen, so, die du hattest mit dem Bus? Frauenangebote hier zu Füßen lagen? ja, also es gab tatsächlich sogar mal einen Heiratsantrag. Ein Heiratsantrag? Ja, aber nur von extern, von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kannte. Also der Bus wird halt wirklich ganz gut angenommen. Die schönsten Momente sind einfach die, wenn wir wirklich auf der Dachterrasse liegen, die Sonne geht langsam unter, wir trinken da unseren Wein. Das sind halt einfach schöne Erinnerungen, ne? Und dann weiß man auch, wofür man das Ganze gemacht hat. Da kommst du mit einer Leiter hoch. Ja, indirekt. Also wir haben eine fest verbaute Leiter. Die. Wo denn? Hinten am Heck, können wir uns gerne anschauen. Ach so, hier geht's ja noch. Was ist das denn hier? Genau, das sind unsere Außentische. Hier wird dann quasi in dem Fall gegrillt. Die sind einfach angeschraubt. Der Tisch vorne ist dann genauso. Wir können die nochmal um 90 Grad drehen, dann stehen die halt ein ganzes Stück raus. Ist das nicht unangenehm während der Fahrt? Ja, während der Fahrt ist das für den Fahrradfahrer sicherlich unangenehm, aber wir müssen es natürlich abschrauben. Ah, da unten, okay. Da sind so Rändelschrauben. Okay, verstanden. Wir gehen nach hinten. Und da ist die Leiter. Stimmt, ich habe die eben schon gesehen. Elektrisch. Genau, das ist unsere elektrische Leiter. Wir haben im Moment leider einen defekten Motor. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das auf der Messe nicht zu machen. Die klappt dann halt tatsächlich aus und fährt ab. Man kann da freihändig dann hinter den Bus hochlaufen und ist dann auf der Dachterrasse. Darf ich den Motor mal sehen? Den defekten Motor? Ja. Nee, den hier, so, meine ich. Den, ja. Wir können einmal kurz reingucken. Ah ja, ich bück mich. Ist da eine Gashochfeder drin? Ja. Ja, ich gas mit Feder drin, ich halte ihn aber trotzdem fest. Das ist jetzt hier unser 12 Liter 6-Zylinder MAN-Motor. 760 gelaufen, aber das macht ihm ja nichts. Das heißt, der ist jetzt luftgekühlt, oder? Ja, genau, richtig. Echt? Klar. Der ist luftgekühlt? Ja, also Luftwasser, ne? Aber der ist unkaputtbar quasi. Der ist unkaputtbar, hoffe ich. Hubraum, was war es nochmal? 12 Liter? 12 Liter, genau. Ja, gedacht für den harten Einsatz. Warum wird jetzt so ein Bus ausgemustert? Ist das so Sicherheitsgründe oder wie? Ja, also letzten Endes hat er sein Geld verdient und der ist halt auch einfach jetzt 20 Jahre alt gewesen, als ich ihn gekauft habe, und dann macht er für den Verkehrsbetriebe an sich so keinen Sinn mehr. Der hat keine, ja, da geht jetzt mehr kaputt, keine Klimaanlage, okay. Keine Klimaanlage fest verbaut, deswegen für den Linienbetrieb ungeeignet. Luftfederung hat er ja, hast du ja gesagt. Luftfederung hat er, genau. So, das heißt, der schwebt beim Fahren. Richtig. Warte, ich geh mal raus, kannst du zumachen? Das bist du hier, gell? Finns Adventure, bist du das? Nee, das ist der Kollege, der hinter uns steht. Das ist auch der, mit dem ich den Bus tatsächlich damals abgeholt habe. Wir stehen hier zusammen auf der Messe und der präsentiert hier seinen Sprinter. Der hier? Warte mal kurz, ich mach noch mal ganz kurz. Zeigen wir ihn mal. Hi! Hi! Das ist mal ein geiler Sprinter. Ja, gerne. Das ist unser selbst ausgebauter Sprinter. Wir haben mittlerweile anderthalb Jahre selbst ausgebaut und reisen mit unserer Katze. Der ist ja schick, ja. Ich komme gleich mal zu dir. Dann machen wir vielleicht noch ein Video, wenn ich darf. Und dann, sag mal, der ist schon ein bisschen verrückt hier, oder, Daniel? Ja, der Daniel ist definitiv verrückt. Ich glaube, es kommen nicht viele in Deutschland auf die Idee, sich einen Linienbus auszubauen. Aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Mit der Katze unterwegs. Und du bist der Finn? Ich bin der Florian. Der Florian. Okay. Finn ist unser Kater. Finn ist der Kater. Vielen Dank, Daniel. Wir filmen heute 29. Februar 2024. Wir sind in Essen. Und die Messe Essen, finde ich, ist unterbewertet. Die ist viel geiler wie fast der CSD. Ja, also ich finde es auch bisher ganz cool, Leute. Es ist der zweite Tag. Wir sind auch ganz zufrieden. Ich glaube, am Wochenende geht hier noch einiges mehr. Und dann schauen wir mal, was da noch so auf uns zukommt. Ist das jetzt hier Spaß an der Freude, dass du jetzt hier stehst, eigentlich für dich? Oder? Ja, also mehr ist es auf jeden Fall nicht. Wir haben ja keinen finanziellen Benefit davon. Wir wurden ja eingeladen von der Messe Essen, das ist ganz cool von denen. Und wir sind einfach nur hier, um den Leuten zu zeigen, was man tatsächlich so machen kann. Ja, bekannt aus Funk und Fernsehen, Daniel mit seinem Daniels Urlaubsliner. Das ist dein Instagram-Kanal. Du hast wahrscheinlich einen YouTube-Kanal, oder? Sowohl als auch, genau. Wir sind auf Insta. Also wir sind jetzt halt auch nicht so richtig aktiv. Wir sind nicht der klassische Influencer-Typ. Ich habe das Ding halt einfach nur für mich gebaut und ja, habe jetzt halt die Möglichkeit, das noch so ein bisschen zu zeigen. Tschüss, Daniel. Ciao, ciao.